Fakt ist, mit der Einführung des Turbo-Abis hat sich für viele Kinder ein Traum erfüllt. Sie können bis zu 80 Wochenstunden endlich ihre Leistungsgrenzen austesten. Während sich ihre verweichlichten Eltern durch eine langweilige 38-Stunden-Woche quälen. Erfreulicherweise hat sich die Arbeitsbelastung eines Gymnasiasten um 87,5% erhöht. Die Schule wird zum Bootcamp, der Lehrer zum Drill-Instructor, der seine Zöglinge bis zur totalen physischen und psychischen Ertüchtigung für das Arbeitsleben trimmt. Lachen, Toben und Seilspringen war gestern. Die Globalisierung fordert nun mal Opfer. Unsere weltmarktkompatiblen Turbozöglinge müssen noch schneller fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt. Kinder sind nun mal unser Kapital, unsere Humanressourcen, aus denen es das Optimum herauszuquetschen gilt. Für Kinder gibt es nämlich nichts Schlimmeres als Unterforderung. Ein unschlagbares Argument: Wer früher arbeitet, zahlt mehr Steuern. Denken Sie an den wirtschaftlichen Erfolg von Turbomastfabriken industrieller Fleischerzeugung. Das geht auch mit den Schülern. Die Hochdruckpaukerei hilft aber auch der heimischen Nachhilfeindustrie. Und damit sich Kinder einkommensschwache Eltern diesen Luxus leisten können, müssen sie halt in den Ferien arbeiten. Die Spargelsaison steht vor der Tür. Lecker. Aber noch besser schmeckt's, wenn sie wissen, dass die Stange vom Nachbarssohn gestochen wurde. Ausgewachsene Teenies schuften in den Sommerferien bei brütender Hitze im Straßenbau. Und unsere Billigjeans werden nicht mehr in Bangladesch genäht, sondern von der kleinen Jennifer aus der 5C. Nicht vergessen, nach Schul- und Hausaufgaben gilt es, ein strammes Freizeitprogramm zu absolvieren. Nach der Ergotherapie zum Balletttraining, dann Altchinesisch. Und in den Abendstunden wahlweise Grundkurs Zwölftonmusik oder Kletterwand. Aber natürlich die mit Stacheldraht. Für Taschenbillard bleibt da keine Zeit mehr. Richtig so. Den deutschen Gymnasiasten geht's einfach zu gut. Schulhöfe und Pausenräume haben als Fummel- und Raucherecken versagt und gehören wegrationalisiert. Merkel, wer zu langsam lernt, bei dem wird das Wissen einfach durchplattern, ohne hängen zu bleiben. Aber auch das G8 dauert noch zu lange. Ich sage, es führt auf Dauer kein Weg vorbei am G6. Wie das geht? Ganz einfach. Lernen, pauken, Bimsen, pauken, Bimsen, lernen, pauken und abends mit Beleuchtung. Die Zauberworte heißen wieder Frontalunterricht, Sprachlabor, Rohrstock und durch die Luft fliegende Schlüsselbunde. Denn nur wer Angst hat, lernt richtig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.